Ja, er setzt sich ab mit den Cops nicht so. Ich meine, ich wollte früher immer, ganz ehrlich, ne, ich wollte früher unbedingt zu den Cops auf Edoshi. Aber ich habe keinen Bock mehr. Aber weil die blöd sind jetzt in meiner inaktiven Zeit, sind die meiner Meinung nach ziemlich nervig geworden. Und bremsen. Und Unfall bauen. Was mich wundert ist, warum der dich die ganze Zeit ignoriert. Ich vermute mal, die werden jetzt irgendwie so wegen DJN so ein Gesetz gegründet haben, damit man niemanden mehr Wohnsitz geben kann. Außer man wird irgendwie angeschossen oder so. Ich meine ganz im Ernst, ich würde es machen. Hätte ich eine Waffe wahrscheinlich, ich würde die eiskalt abschießen. Aber einfach, wie soll ich das sonst Wohnsitz bekommen? Einfach mit irgendeiner total schwachen Waffe, irgendwie so eine Pistole, ne? Einfach mal einen Schuss. Oh, fuck! Baba! Was soll das denn, Alter? Ich muss unbedingt jobben gehen. Ich bin hier nicht. Wirklich. Oh, ein minus 1000. Oh Gott, ich muss jobben gehen. Ich muss jobben gehen. Das ist eine ganz schlechte Idee, was ich hier mache. Sag mal das auf. Also auf die andere Tasche. Spur meine ich, natürlich. Ich könnte einfach mal mit hinstellen. So. Einfach hinstellen und AFK gehen. Mal gucken, was da passiert. Das interessiert mich jetzt wirklich. Was wird machen, ob die jetzt versuchen, mich abzuschleppen, ob die mich abschießt, was ich ihnen sogar zutrauen würde. Ob die jetzt eine Hüter rufen, die mich explodieren lässt in 1000 Stücke oder irgendwas in der Art. Gute Frage. Ich werde auf jeden Fall dann gleich wieder reingehen. Ich sag mal, wenn der Sekundenzeiger meiner Uhr auf 12 steht und einfach wegfahren. Einfach ganz schnell weg. Und das können wir uns dann im Nachhinein durchlesen, wenn die was geschrieben haben. Oder uns getötet haben. Oder unser Auto uns abgezogen haben. Mir, uns ist egal. 4, 3, 2, 1. Lol, die sind weg. Aber geil. Okay, das war jetzt nicht das, was ich erwartet hatte. Oh ja, was ein Fehlschlag. Ich denke, ihr habt jetzt wahrscheinlich alle so ganz gespannt gewartet, genauso wie ich. So, was passiert jetzt? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Aber irgendwie nix. Was passiert, wenn ich mich vor die FBI-Base stelle und die ganze Zeit hub? Ja, das sind die auf jeden Fall. Ich kann wieder ein bisschen nerven. Hup, hup. AFK gehen. Warten. Bis der Sekundenzeiger auf 12 ist. Ne, wir warten ein bisschen länger. So, mal gucken. Wird jetzt wahrscheinlich gleich rausballern. Ich würde es ihnen zutrauen, habe ich schon mal gesagt. Jetzt, ich sagte, ich komme jetzt hin und einfach alles sind weg. Die ganze FBI-Base ist verschwunden. Okay. Jo, sehen wir gleich. Irgendwie unfair, dass das FBI seine eigenen Parkplätze hat. Die lassen sich auch nicht nerven, ne? Das ist echt schlimm. Ich glaube, die haben so extra Anti-Nervungstraining hinter sich. Das ist einfach Leute auf der Straße rum. Ja, Mann, hat er geschossen. Da hat doch einer geschossen, oder? Komm, ich fahre jetzt einfach nochmal durch. Ich glaube, die mögen mich inzwischen alle. Wenn ich da jetzt gleich hinkomme, ich sag, die werden alle mit Maschinengewehren auf mich schießen. Bald. Hier, ich will durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Komm ich und töte Kenny. Okay. Das war bestimmt irgendwie das Ende von einem Satz.
Und hat davor schon was gesagt oder sowas in der Art. So, kleine Störung von meiner. Oh mei. Weil meine Mutter ist noch auf Arbeit, deswegen kann ich mal aufnehmen. Das Problem ist, jetzt meine Schwester wieder da. Naja, kann man nichts dagegen machen. Leider. Boah, den ich jetzt gerne überfahren. Weil Ami, die lässt sich bestimmt leicht reizen. Hui! Hast du Angst? Hast du Angst, ne? Hast du Angst? 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 Okay, du verpisst dich, du hast Angst. Lalalala. Ja, wer war das? Ach, das war der. Okay. Als wäre das jetzt FBI gewesen wäre, ne? Ich glaube, den gehe ich schon ziemlich auf die Nerven. Das ist doch bei dir. Nein, 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 spricht jetzt nicht drüber. Ich traue mich nicht, das FBI, Alter, die schießen bestimmt gleich. Ma, ich sage, ich werde später total schlechte Gewissen haben, weil ich die genervt habe. So wie ich mich kenne. Da wird rumgeballert. Auf jeden. Komm, ich frag dir mal, ob er damit mein Auto waschen will. Ach, schade. Na, dann verpiss dich eben. Komm, hau ab. Hey. Oh ja, aber einfach mal so eiskalt. Ey, was du mit dem Feuerlöscher mein Auto putzt, das ist ein bisschen dreckig. Hup, hup. Oh ja. Boah, du bist doch so richtig angepisst, ne? Boah, ich kann mir schon vorstellen, wie ich jetzt da stehe und einfach die ganze Zeit einer vorbei fährt und mir das so krass auf die Nerven geht. Oh ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich müsste mich mal hier hingehen. Man kann auch eine Pizza bestellen, oder? Mach ich das mal kurz. Ja, Mann! Wenn der mich treffen würde. Okay. Ganz ruhig. So, Slash Service war das, oder? Ich glaube schon. Hier, ich hätte gerne eine Pizza. Muss aber aufpassen, damit da niemand sich irgendwie um mich herumschleicht und mich dann töten kann. Wie, jetzt darf ich nicht mehr auswählen, welche Pizza ich will. Also das finde ich jetzt nicht fair. Naja, dann warte ich hier mal kurz. Wir können mal kurz das Payzeug zucken und gucken, warum ich so viel Geld verloren habe. Oh Gott, die Fahrzeugsteuer. Die sind auf jeden schuld. Kann ich irgendwie Hartz IV beantragen? Das würde mich mal interessieren, weil dann würde ich das machen. Wenn es für die Fahrzeugsteuer ausreicht, dann passt das. Mal gucken, wie viel ist denn zur Zeit im Umlauf? Steht hier irgendwas Scheiße. Klasse Cashflow, minus 4000, ach du Scheiße. Größter Cashflow, 78. Ach du Scheiße. Pensionskassen, 300. Okay, geht. Bist okay, ist viel. Okay, ist ganz viel. Das ist dein Pizza. Oh Gott, die Pizza wird nicht mehr kommen. Die Pizza hasst mich. Ich sehe nichts, ich seh in der Flasche. Flasche gesagt. Oh ja. Let's make flache Witze. Warte meine Sekunde! Ich muss die mal gescheit hinhocken. Ja, so hört sich das an, wenn ich meinen Stuhl wieder richtig hinschiebe. Das ist immer alles ein bisschen problematisch hier. So, dann werde ich jetzt einfach kurz die Stadthalle vor mich healen. Dann zurückfahren und weiter nerven. Bis Wort jetzt bekommen. Habe ich versprochen, weil es der Verfolgungsjagd. Und wenn ich keine Worte jetzt bekomme, dann muss ich dafür sorgen, dass ich Wort jetzt bekomme. Ich glaube, ich war zu weit. Ich hätte den eiskalt überfahren lassen müssen oder irgendwie sowas in der Art. Kaunas kann man sich auch hin, oder? Ah, da kann man nicht rein, oder? Nee. Aber. Da vorne schon. Darf niemand klauen, niemand klauen. Kauf dir doch was. Nochmal bitte.
So. Ich denke mal, wenn ich die Aufnahme dann beendet habe, werde ich wahrscheinlich ein bisschen shoppen gehen. Einfach wieder ein bisschen Geld zu bekommen. So. Weil etwas suboptimal, wenn ich kein Geld habe und dann gefasst wird und dann noch was zahlen muss und irgendwie dann gar nichts mehr habe und dann wieder gefasst wird, weil ich nichts habe und Baum. Ja. Oh, wer ist da denn? Warte, ich hole Heads. Dass er das in den gelben Chat schreiben muss, ne? Und hast du schon Angst? Hast du Angst vor mir, Helikopter? Hast doch Angst. Hast auf jeden Fall Angst. Jeder hat vor mir Angst. Ist auch krass, ne? Soweit ich weiß, ist ja dieses der gelbe Chat ist ja, soweit ich weiß, die, wenn die jetzt durch so einen Lautsprecher rufen, wenn das lauter ist. Das heißt, er hat gerade durch so ein Lautsprecherophon geschrien, damit er noch das Headset holt. Wirklich sehr realistisch. Hast du auf mein Mikrofon? Ja, zum Glück. Ja, ramm mich. Oh, jetzt. Yay! Komm schon. Ich glaube, Army gibt mir Wohnsitz. Ich glaube, die sind da nicht so zimperlich. Die erzählen, dass ich wieder ankomme und sich denken, oh Gott, bitte nicht. So, und dann werden sie meine IP nachgucken, meinen Namen, dann werden sie mir Wohnsitz geben. Ich kann eine Verfolgungsjagd machen. Wollen die überhaupt hin? Die Werkstatt? Ist hier eine? Ich habe keine Ahnung. Jo, da ist eine. Da gibt ja irgendwie Behinderung der ach so tollen Polizeibehörde, die ja mit kaputten Reifen die Straßen terrorisiert. Oh ja, oh Gott, schnell weg! Ich hab's geschafft! Bam! Oh ja, wer ist der Pro? Ich bin der Pro. Ich glaube, ich das Geld nochmal zu reparieren bräuchte. Ich versuch's aber trotzdem. Jetzt bräuchte ich noch jemanden, der mich verfolgt. So, wer war das denn? X-Ride, X-Ride, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du mir Wortes gegeben hast. Das war echt das Beste, was wir jetzt machen können. Ich bin dir echt dankbar. So. Jetzt kommt nämlich vielleicht ein bisschen Action ins Spiel. Ein kleines bisschen, aber nur. Weil, so wie ich mich kenne, werde ich sowieso gleich geschnappt und dann kaputt und. Bäh. Genau das wollte ich sagen. Auf jeden. Okay, bitte, 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 bitte reich, bitte reich, bitte reich. Scheiße! Okay. Das braucht man sowieso auf der Bank. Das ist sowieso vergeblich. So, I must searching now a Bullen. I must searching now some Bullen. Okay. Gott! Das war zu hart. Ich wusste gar nicht, dass es bei denen so zugeht. Die haben keine Chance. Oh ja. Ich wusste, dass es eine gute Entscheidung war, mir das Eis zu kaufen. Aber ich kann gleich sagen, bevor das Auto kaputt geht, stelle ich mich.
Weil das war zu teuer. Oh, das war eine gute Kurve. Muss man ihn lassen. Mal gucken, ob wir mehr im Fahren drauf haben als im, ne, gerecht sein. Da kommt's. Ich dachte schon, die hatten einen schlauen Einfall. Puh, was denke ich denn? Ich frage mich, ob die mir noch hinterherkommen. Sieht so aus. Leute, sind die schon schneller als ich? Nein! Okay, die haben mich. Ich will mein Auto nicht kaputt machen. Aber man muss sagen, es war lustig. Ich habe mich auch nur gestellt, weil ich mein Auto nicht kaputt machen wollte. So. Okay. Nein, das ist an. Gott, diese Benzinkosten, nein. Das wird so teuer. So. Und man muss sagen, das hat jetzt Spaß gemacht. Ich meine, die hat eine gute Taktik und so. Hätte ich schon ganz anderes gesehen. Ich meine, hätte ich jetzt irgendwie einen Motor, die hat wahrscheinlich sofort mich abgeballert. Fand ich echt schön. Ich muss sagen. Nee, ich werde nicht abhauen. Soll ich abhauen? Soll ich abhauen? Ich hau doch noch von der Insel ab. hau ich von der Insel? Nee. Nee. Dann wird die Strafe nur noch höher. Ich lasse das lieber. Obwohl. Und ihr wollt Action im Video, oder? Ihr wollt Action auf jeden Fall. Ja, Mann. Was war das? Hauptsache, der zieht auf mich, naja. Okay, das war jetzt verständlich. Ich meine, ich hätte einfach. Ich hätte mich einfach verpissen können. Ja. Geht's dir wenigstens schon nett gewesen? Auf jeden Fall geil. Mein Zulda ist auch gerettet. So. Jetzt noch kurz ins Gefängnis gehen und dann hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Aber das kommt dann später. Ich dachte schon, die lasst die Tür. Oh, 5 Minuten. Das ist ja mäßig geil. Okay. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Bis uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Let's play LRG, Mama. Und bis dann. Ciao. So.
Jo, da bin ich nochmal. Und zwar, jo, im Knast. Mir ist noch schon was eingefallen. Und zwar, möchte mal kurz gucken. Ich habe gerade hier schon gelesen, dass der gerade gar nicht so freundlich war. Ich will mal gucken, ob es wirklich die Cops freundlich waren oder ob nur Sunny freundlich war. So, okay, das war klar, das muss er machen. Okay. Gut, dann war er hier schön nett zu mir. Hat mir gesagt, was sie machen soll. Dani ist schön leise. Und dann schreit er mich an, ich soll da reingehen. Okay. Mal gucken, ob irgendwann was Nettes von ihm kam. No. Okay, ich nehme alles zurück. Sunny ist harmäßig sozial. Aber der andere nicht. Ja, warum ist es auch nicht hier? Na, ist egal. 240, oh Gott. 24, oh Gott, viel schlimmer. Bin ich denn hier? Kann mich hier noch healen? So, ich bin draußen. Bis dann. So, nächstes Video. Und tschüss.